going down to South Park and have myself a time. Death and sadness everywhere, loneliness and degradation. Going down to South Park, gonna take my woes with me. Nightmares every night, poser spouting, let's go shopping. Heading up to South Park, cause I cannot unwind. I'm afraid of blood and rain, and only heaven when I'm in pain. So I'm going down to South Park to die. Und so gebe ich meinen Körper den blutigen Prüfungen hin. Das Messer dringt tief, tief in meine einsamen Augen, auf dass ich sie nie mehr sehe, diese schwarze Welt. Wow, das ist ziemlich hardcore. Echter Schmerz, würde ich sagen. Genauso fühle ich mich, wenn meine Mutter mich misshandelt. Und ich will einfach nur weg, damit sie mich nicht mehr verletzen kann. Henrietta, Schätzchen. Halt's Maul, Mom, verzieh dich! Oh, denk bitte dran, dass Daddy im Wohnzimmer mit dir reden wollte, meine dunkle kleine Prinzessin. Hör auf, mich Prinzessin zu nennen. Ich bin keine Beauty Queen in einem Disney-Film. Wir warten im Wohnzimmer auf dich. Gott, sie hört einfach nicht auf damit. Ach du meine Güte, ich bin vielleicht nervös. Was ist? Setz dich, Henrietta. Eine kleine Familienplauderei. Halt's Maul, Mom. Henrietta, wie du weißt, sind deine Mutter und ich wegen deines Benehmens schon seit geraumer Zeit in Sorge. Wollen wir jetzt wirklich wieder damit anfangen? Es fällt uns schwer, mit dem düsteren Zeug um dich herum zurechtzukommen. Und wir waren bei einer Beratung. Und ganz offensichtlich sind wir nicht die einzigen Eltern, deren Kind ein Emo ist. Was? Aber Daddy und ich lieben unser kleines Spätzchen, ob sie nun ein Emo ist oder nicht. Ich bin kein beschissener Emo. Ihr habt ja nicht mal den scheiß Unterschied kapiert. Mit deiner unflätigen Sprache brichst du deiner Mutter das Herz. Du hast zu deiner Mami Teufelsart gesagt? Also hör zu, Spätzchen. Wir haben da so ein Camp gefunden. Nein. Ein Camp für Kinder, die Schwierigkeiten haben, so wie du. Da bist du den ganzen Tag draußen und lernst Verantwortung zu tragen. Niemals gehe ich in irgendein beschissenes Camp. Es ist nur für 2 Wochen und wenn du zurückkommst, will ich über deine Freiheit mit mir reden lassen. Ich werde aber nicht zurückkommen, weil ich scheiße nochmal tot sein werde. Ich werde aus diesem Camp abhauen und durch die Straßen ziehen, bis mich irgendwelche Kriminellen mitnehmen und Gangbang mit mir machen, bis mir meine scheiß Augen ausbluten. Da kann man auch Hufeisenwerfen spielen. Du könntest die anderen Kinder herausfordern. Okay, und mehr weißt du nicht? Was hat sie sonst noch gesagt? Dass ihre Eltern sie einen Emo genannt haben und dass sie für 2 Wochen in dieses Camp sollte. Oh mein Gott, ganze 2 Wochen? Ist sie jetzt in dem Camp? Keine Ahnung. Sie hatte aus dem Bus getextet, der da hinfuhr. Sie meinte, da wo sie jetzt hingeht, wären nicht mal Handys erlaubt. Dann wurde der Text auf einmal dunkel. Wow. Das ist verdammt gruselig, Mann. Ich kann es einfach nicht glauben. Ich kann nicht glauben, dass Eltern ihr...